So. Ich würde sagen, ich will einen Run mit dem normalen Charakter machen. Folgender Plan. Der kam ja, als ich was zum Trinken geholt habe. Ich werde einfach random normalen Charakter machen und dann werde ich versuchen, Mega-Satan zu besiegen. Maggie. Ach. 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 Aber okay, Maggie Mega-Satan. Das ist gut. Wir können eigentlich im Sacrifice Room direkt versuchen an ein paar gute alte... Ah, fuck, Spinne. Wir können direkt im Sacrifice Room dann versuchen, an ein paar Keypieces zu kommen. Sag mal... Willst du nicht? Hier drüben? Hey, wie sieht's denn aus? Hey. Hey. Wirklich. Wirklich! Keine der Bomben hat den Tinted Rock erwischt. Okay. Okay. Warum nicht? Klar. Warum nicht? Finde ich fair. Passiert dem Besten unter uns. Ace of Spades. Danke für die Schlüsselladung, meine Freunde. Das ist doch das Item, das ich immer mögen will, aber eigentlich ist es scheiße. Aber es sieht so cool aus, aber es ist eigentlich nicht wirklich gut. Aber man denkt immer, dass es cool ist, aber ist es halt so gar nicht. Oder was ist euer Take zu Technology Zero? Ich will es immer mögen, aber ich bin mir inzwischen sicher, dass es echt nicht hilfreich ist. Bräuchte ich das Piercing Shots? Ja, vielleicht wäre es dann halbwegs okay. Es ist keine Jacob's Ladder, muss man ganz klar sagen. Endlich schaffe ich es mal hier zu sein, verpenne jedes Mal den Stream. Ich streame möglicherweise bis 16 Uhr. Nee, war das gelogen. Nee, ist es nicht. Nee, ich mache bis 16 Uhr. Muss gerade das Ganze nachrechnen. Ich habe nicht gelogen, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Bis 16 Uhr pennen, das ist eine Sache, das ist ein Schicksal, dass ich mir... Ich meine, okay, wenn man in Schicht arbeitet, klar, ergibt Sinn, aber ansonsten, wenn man nicht gerade durch Schichtarbeit dazu gezwungen wird, 16 Uhr schlafen, das ist ein Schicksal, das ich mir nicht vorstellen möchte. Mit Piercing Shots ist der beste DPS Upgrades für... Ohne nicht sehr gut. Hm. Vielleicht bekommen wir noch 14 Shots. Hast du Tinted Rock eigentlich schon geholt? Nein. Ich will ihn auch so erst nach dem Bosskampf holen. Divorce Papers. Ich sehe schon, die bekommen wir aktuell ständig. Was gut ist, weil es ein gutes Tier-Sub ist. Shit, ich werde jetzt das eine Solar da nicht mitnehmen können. Will ich die Full Health einsetzen? Nee. Da verzichte ich lieber auf das eine Soul Heart. Die Full Health, die brauchen wir. Die brauchen wir für was anderes. Shit. Ist im Shop ein rotes Herz? Gute Frage. Nee. Das Spiel dir was sein, dass dir da und die Divorce Papers vorsetzt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich in einer Situation bin, in der eine Scheidung für mein Leben in irgendeiner Hinsicht relevant wäre. Ja, da. Also damals an der Bar habe ich schon bis 15 Uhr mindestens geschlafen. Was meinst du mit an der Bar? Das Gefühl, da. Das ist ja eine Geschichte, die noch mehr so eine Vorgeschichte hat. Eine Geschichte in der Geschichte quasi. Wir werden auf jeden Fall Sacrifice Room auf der Ebene mitnehmen. Als Barkeeper. Ja, ich meine, wenn man länger arbeitet, wie gesagt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist keine gute Angewohnheit, tagsüber zu schlafen, wenn es nicht nötig ist. Das Gefühl, auch wenn es nötig ist, ist auch nicht schön.
Vaters Schlüssel. Mein Ziel ist Mega-Satan, also. Na komm, wir gehen direkt in den. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Barkeeper ist mein liebster Keeper. Ich habe auf jeden Fall einen Keeper, den ich weniger mag. Nein! Ich habe sie gesehen, aber ich war nicht bereit, sie abzuwehren. Lucky Penny. Charmant. Der macht ein ganzes Herz Berührungsschaden. So, musst du jetzt wirklich hier sein. Nein, meine schöne Bombe. Nein! Das ist genau das, was ich nicht wollte. Aber okay. Ich würde sagen, ich lebe noch gerade so. Gute Neuigkeit, noch ein Lucky Penny und ein Solar. Wir sind wieder zurück im Spiel. RIP Solar. Na, wir haben es wieder zurück. Abgesehen davon ist auf der Ebene eh egal. Die Deal-Wahrscheinlichkeit ist so oder so ziemlich gering. So, ich will auf jeden Fall den Shop jetzt reinschauen. Ich habe ein paar finanzielle Mittel, die ich vorher noch nicht hatte. Ich glaube, ich hätte gern Buddy in der Box. Das wär ein charmantes kleines DPS-Upgrade. Dankeschön! Und ein Drittel Conjoint bin ich auch noch dazu. Ach, das ist ein Mauszeiger. Und seine Tränen zählen auch zu meinem Tech Zero dazu. Das ist ziemlich interessant. Das wusste ich nicht. Ich habe das neue Dekmrim-Video gesehen, sehr unterhaltsam. Dankeschön. Oh ja, es kam schon online vor 20 Minuten. Für DPS-technisch sieht das okay aus, würde ich sagen. Wenn wir einen Devil Deal bekommen, darf ich nicht reingehen. Ach, warte, man kann dann direkt einen Angel Deal bekommen. Das wusste ich nicht. Wahnsinn. Irgendwie bekomme ich immer nur die Scheiße. Buchstäbliche Scheiße. Nein, und ich mache es immer kaputt. Meine Bombe! Ja, das wird jetzt ein bisschen nerviger Kampf, aber damit habe ich schon mal meine zwei Keypieces. Und für den restlichen Run kann ich machen, was ich will. Denn wir werden so oder so Mega-Satan noch erwischen können. Außer ich sterbe unterwegs. Wisst ihr? Ich habe, glaube ich, unterschätzt, wie anstrengend fucking Gabriel hier sein kann. Mit 3,5 Damage. Ich habe noch den Buddy in der Box, was mein DPS natürlich ein bisschen erhöht, aber... Oh, er spawnt aber auch ohne Ende! Hey, jetzt auf! Er macht seinen Laser nicht, er spawnt einfach nur diese fucking Eng. Er weiß genau, dass ich mit dir nichts... Das kann nicht sein Ernst sein! Der hat wirklich nicht aufgehört, die dummen Engel zu machen! Aber egal, wir haben beide Keypieces. Großer Gott. Der wollte es aber wissen. Versuchen wir es. Health down. Das finde ich gar nicht lustig.
Ich denke, ich gehe einfach weiter. Schlimmste an der Pille ist, dass ich dafür auch noch 5 Cent ausgegeben habe. Wäre sie wenigstens gratis gewesen, könnte man sagen, war mies, aber keine Ahnung, war nur eine gefundene Pille. Ich habe auch noch Geld dafür ausgegeben. Aber ich sehe gerade, habe ich vor, Dead Ski mit zu Mega Satan zu gehen. Ich meine, den brauchen wir nicht mehr. Dead Ski wäre wahrscheinlich trotzdem besser gewesen als fucking Yamhard. Ich träume wohl davon, dass ich vielleicht nochmal die Chance bekomme, im Sacrifice Room ein bisschen was zu machen. Dann werde ich vom Yamhard noch ungemein profitieren. So ein bisschen. Warum sollte man eigentlich die rauslassen, bevor man den Schalter aktiviert hat? Warum sollte man die rauslassen, bevor man sie besiegt hat? Warum würde man das jemals machen? Es war kein Run-Generator. Ich wollte nur einen Run mit einem normalen Charakter machen, habe ich gesagt. Keine Ahnung, wir machen Mega-Satan. Also ich will jetzt gerade nur sehr ungern getroffen werden, weil ich dann meine Deal-Chance verlieren würde. Warte, 33% Devil-Deal? Ha. Das, obwohl ich davor im Angel-Deal war, könnten wir auf der Ebene nur einen Devil-Deal bekommen. Das ist mild interessant. Milde interessant. Ja, wenn man dumm ist oder so. Ich meine, ich habe auch manchmal schon davor bin ich auf den Schalter getrampelt im Raum, aber da war es dann so, dass ich in dem Run sowieso so stark war, dass ich nur so schnell wie möglich durch wollte. Aber ansonsten ist jetzt eher ein schwaches Rätsel. Ich glaube, der Angel-Deal-Bonus geht weg, sobald das, sobald man das zweite Keypiece hat. Gerade eben war es eh komisch, weil es der erste Deal war und dass der schon direkt der Angel-Deal war. Ich glaube, das war die Sache, die alles durcheinander gebracht hat. Manchmal ist der erste Deal, den man bekommt, hier ein Devil-Deal. Wahrscheinlich habe ich jetzt an den ersten Devil-Deal. Naja, irgendwas mit dem Sacrifice, weil er einem ja Angel die Chance dazu gibt, das was irgendwas daran hat es beeinflusst. So, und ich wurde getroffen. Sehr schön. Das heißt, wir müssen uns um den Deal jetzt sowieso erstmal nicht so viele Sorgen machen. Das sind aber auch gute Items hier gerade. Ich will das. Ich will das. Dull Razor könnte halt auch noch super interessant werden. Wenn ich noch das Geld zusammen bekomme, werde ich schauen, dass ich Dull Razor mitnehme, ehrlich gesagt. Oder? Ja, dann wiederum. Nee, ich glaube, ich sollte beim Yamhard bleiben. Vielleicht ist es doch nicht so interessant. Man kann ihn ja nicht beliebig oft einsetzen, sondern irgendwie nur alle 4 Räume oder so. Meine ich mich zu erinnern gerade. Die Plan verfolgt dich in jedem Raum. Ja, aber auch nur auf der Ebene, oder? Dafür gehe ich nicht zurück. Alle 2 Räume? Nee, ich glaube, ich sollte trotzdem vielleicht irgendwas Brauchbares dafür haben, bevor ich das mitnehme. Was aktuell nicht der Fall ist. Ich glaube, es wäre dumm. Wir sprengen den einfach mal weg. Und danach überlege ich weiter. Nö, 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 nö. Hey, 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 hey. Schieß doch nicht sowas mir entgegen. Das finde ich ja gar nicht nett. Ich würde auf jeden Fall sagen, es wären durchaus in diesem Run, ich hätte nichts gegen ein paar Items, die mir tatsächlich was bringen. Muss ich ehrlich gestehen.
Ich meine, Buddy in der Box ist ziemlich gut bisher. Technology Zero, was auch immer das war, ist vielleicht gut, aber... Damage Up. Ich meine, es ist ein Damage Up wenigstens. Ich denke, da wäre mehr drin. Oh. Okay. Hat ja nicht lang gedauert. Es hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Wenn du fliegen kannst, lohnt sich die Klinge. Kostenlose Stachelräume. Meinst du Cursed Rooms? Temperance. Starke Ausbeute soweit. Starke Ausbeute, will ich einfach mal sagen. Das war nicht ganz so starke Ausbeute, aber Devil Deal Chance auf 5% erhöht. Warum wieder nur Devil Deal Chance? Was mit meinen Angel Deals? Ich war doch immer ein lieber Engel. Was ist da los? Warum bin ich jetzt auf dem Devil Deal Trip gerade? Also ich habe übrigens noch die Hoffnung, dass ich eventuell auf dieser Ebene einen Sacrifice Room bekomme. Nach dem würde ich dann ganz gern die Augen offen halten. Oh. Oh. Manchmal nimmt man ja keinen Schaden durch den Haufen. Überlappen die Effekte auch? Okay, interessant. Äußerst interessant. Wusste nicht, dass man das so nutzen kann. Ja, damit kann man auf jeden Fall was anfangen, würde ich sagen. Hi, Priestess. Ja, werden wir doch direkt mal den Boss aufsuchen. Nee, kriegst keinen dreifachen Effekt leider. Okay. Also reicht's, wenn man da einen stehen hat. Tinted Rock im Raum mit der Pille. Oh oh. Im Raum mit der Pille. Oh, das ist so weit weg. Egal, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Kann ich hier noch rein? Versteh mich nicht falsch, das will ich schon haben. Nein! Oh, wow. Ich habe eine Half-Down geburbt. Das will ich schon haben. Das Problem ist nur, ich will nicht über die Stacheln stiefeln gerade. Machen wir nach dem Bosskampf. Conjoint Item Nummer 2. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf mit Tech Zero. Ist das Tech Zero? Doch, das ist Tech Zero. Mit dem Item will ich absolut Conjoint haben. Dann könnte das nämlich auch direkt wieder sehr viel interessanter werden. Ich habe jetzt schon teilweise ein paar gute... Elektrospuren. Oh, das ist natürlich auch ein sehr interessanter Raum. Verwechsel Tech Zero und Jacobs leider jedes Mal.
Ah, nee. Jacob's Ladder ist schon besser. Jacob's Ladder will man schon eher haben. Das war eine große Ebene. Hey, ich wollte das einsetzen. Ist der Incubus? Kann ich ja nicht nein sagen. Vor allem, weil ich jetzt auch noch conjoint habe. Ja, doch, doch. Ich denke, das Ganze. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Wir bräuchten trotzdem noch irgendwie Piercing-Shots. Aber abgesehen davon denke ich, wir sind auf gutem Weg. Ich habe natürlich nicht mehr wirklich die Möglichkeit. Wo ist denn der Secret Room hier? Vielleicht. Ich habe nicht mehr wirklich die Möglichkeit, im Sacrifice Room was zu machen, aber naja. So spielt manchmal das Leben. Was war denn hier drin? Ey, hier war Scheiße drin. Ah ja, ich habe das hier noch. Ich brauche das Geld nicht. Aber ich hätte gerne HP ab. Dankeschön. Das wollte ich sehen. Dann düse ich hier mal noch eben rein. Ich dachte, ich könnte es noch mitnehmen, während ich unverwundbar bin. Konnte ich nicht, konnte ich nicht. Aber hey, bessere Karten. Ich würde sagen, wir sind soweit fertig mit dieser Ebene. Das Item im Cursed Room habe ich mitgenommen. Für das haben wir keine weitere Verwendung mehr. Beziehungsweise muss ich nicht mehr rein, weil ich habe es mitgenommen. Außerdem von Dihi dann, 7 Monate, Resub, und von Flonk Live 32 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, sieht auch ganz gut aus soweit. Ich meine, es wäre natürlich besser, wenn ich mehr als 2,8 Schaden austeilen würde. Zugegeben. Aber man kann ja natürlich nicht alles haben. Wir kriegen schon noch einen Damage-Up zusammen. Keine Sorge. Der Run wird auch nicht gut für die Bitrate sein. Jera. Ich würde sagen, wir gehen in die Chest. Und dafür werde ich Jera mitnehmen. Was würdet ihr davon halten? Jetzt noch der Parasite. Oh, das wäre cool. Ich würde eigentlich Ace of Clubs hier gerade einsetzen, aber ich glaube, es bringt nicht viel gegen die Pins. Gegen die Pin-Armee. Ja, mir fehlt halt wirklich noch ein bisschen Damage. Bisschen traurig, so ein cooler Run, aber wegen den 2,8 Damage wir werden schon ein bisschen zurückgehalten. Da wäre mehr drin. Wenn du Chess gehst, wird das Game sterben, freue mich drauf. Ja, vielleicht bekomme ich noch Guppy's Tail bis dahin. Das war es auch nicht ganz wert. So. Goldraum und Shop haben wir noch vor uns. Das war ein bisschen voreilig. Ich bin besonders... Dankeschön. Ich bin besonders gespannt auf den Shop. Denn dadurch, dass ich Steam Sale habe, werden wir uns alles holen für den Shop. Alles, was wir uns nur wünschen können. Sofern der Shop irgendwas Brauchbares hat. Aber wenn er was hat, können wir es mitnehmen. Ich glaube, am besten wäre es, wenn ich eine Members Card bekommen würde. Das würde ich mir gefallen lassen. Oh, das sieht so cool aus. Ist nur leider echt nicht so effizient irgendwie. Weil einfach der grundlegende Damage fehlt, aber es sieht wirklich cool aus.
Wenn wir noch ein bisschen Damage dazu bekommen, dann wird das Ganze auch irgendwann stark. Das ist fühle ich. Ja. Naja. Naja. Hungry Tears wären mega nice. Ah, ich weiß nicht. Hungry Tears sind immer die, fühle ich nicht so sehr. Death's Touch dagegen, das sehe ich. Das wäre auf jeden Fall enorm hilfreich aktuell. Vor allem, weil es auch ein Damage-Up ist. Und Piercing-Shots. Ich denke, es gibt auf jeden Fall eine Menge Items, die super hilfreich wären für diesen Run. Jetzt noch Continuum für die Bitrate. Oh, Continuum wäre auch super. Auch wenn mir davor, wie gesagt, glaube ich, erstmal ein bisschen Damage Up lieber wäre. So ein kleines Synth-Doyle oder so. Void Our Energy. Burp. Void Our Energy. X-Lax. Okay. Ich bin einfach zu ungeschickt für diesen Raum. Epic Hack fände ich eher schwierig für diesen Run, muss ich gestehen. Außerdem Two of Diamonds. Members Card wäre jetzt halt wirklich so hilfreich. Jetzt, wo ich auch noch Two of Diamonds habe. Bisschen mies an der Range-Front, aber Spectral und Piercing-Shots. Ist natürlich genau das, wonach wir suchen an sich. Ja, das sieht doch schon besser aus. Dann meine ich stärker. Für euch sieht es auf keinen Fall besser aus. Für euch sieht es absolut grauenhaft aus. Da bin ich sicher. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiger Schatten vom Multi-Baby? Inwiefern? Ich weiß nicht, welchen Schatten du meinst, befürchte ich. Also für 2,8 Damage schmettert das ganz gewaltig rein. Ich gehe weiter. Flackert, wenn man durchschießt. Ach, von dem Multidimensional Baby? Keine Ahnung, ich denke, es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass sein Effekt ausgeführt wurde, was ja meine Tränen dann verdoppelt, wenn ich da durchschieße. Na, ich spare mir wie üblich die Schlüssel, um da runter zu gehen. Denn die Schlüsselräume sind immer scheiße. Es tut mir leid, dass ihr es auf die Art erfahren müsst, aber wenn man nicht gerade seinen gesamten Run rerollen will, sind sie scheiße. Seraphim ist ebenfalls relativ scheiße. Wir haben also sehr starke Items soweit. Aber seit Toxic Onion wurde dieser Run wirklich stark. Das heißt, das ist eine Sache, die mich ein bisschen mit der Freude erfüllt. Gegner schmelzen förmlich dahin. Wie eine Zwiebel, die man vergessen hat wegzuräumen. Will ich noch weiter erkunden oder wollen wir einfach abhauen? Wir schauen noch nach dem Secret Room. Ich weiß nämlich nicht, ob die Ebene noch irgendwas für mich hätte, das interessiert. Vielleicht ein Arcade-Raum. Vielleicht ist da ein Kran. Wir schauen, ob wir vielleicht einen Arcade-Raum mit einem Kran haben. Wir haben auf jeden Fall einen Arcade-Raum. Es ist nur noch der Kraneberger. Da ist der Kraneberger Pokego. Da sage ich ja nicht nein. Ich weiß, lass mich erstmal den da auszahlen lassen.
Ein Health abgibt der. Oh, sehr schön, Schild. Komm schon, Olle Automat. Sei doch aus. Sei doch jetzt nicht so. Wir wissen doch alle, dass du es willst. Der will nicht. Dankeschön. Hast du euch vor, wenn du irgendwann alle Unlocks hast, so ein paar Mods zu erkunden? Gibt es zum Beispiel eine Tarnisch-Charakteren, also quasi noch eine Parallele zu Tent-Charakteren? Prinzipiell bestimmt, aber keine Ahnung. Aktuell würde ich sagen, ich habe noch mit dem Hauptspiel zu tun. Ich habe aktuell noch nicht wirklich einen Grund, auf Mods zu gehen. Event Zukunft? Bestimmt. Oh! Oh! Oh mein... Was? Diese fucking Automaten aber auch. Die gönnen aber aktuell. Und die gönnen so richtig. Nicht nur so ein bisschen. Na, komm, gehen wir durch. Warum bin ich hier durchgegangen? Da ist nichts. Die Rip Raid. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall mit einer Rip Raid zu tun. Bait Raid ist da keine mehr übrig. So, ich würde sagen, wir werden direkt mal die Bosse hier links machen. Immer noch 2,8 Damage. Immer noch 2,8 Damage. Ich möchte, dass wir das nicht vergessen. Ich möchte, dass ihr das nicht vergesst. Wir haben immer noch keinen Damage abbekommen in diesem Run. Aber die Gegner, an dem Punkt schmelzt sie wirklich einfach nur dahin. Und bald bin ich auch noch der Beelzebub. Ja, würde ich sagen, wir gehen direkt mal zur Mutter hoch. Stärkt 2,8 Damage der Isaac-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber... Vor allem gemessen daran, dass ich auch nicht Soulmilk habe, ist das sehr stark. Ich meine, verlockend, aber... Nee, wir wollen in die Chest. Ich könnte Delirium machen. Ich denke nicht, dass ich Probleme hätte, Delirium zu besiegen. Aber ich habe auch gar keine Lust. Ist mir viel zu früh, um zu Delirium zu gehen. Vor allem war das Ziel sowieso Mega-Satan. Warte, ich wollte Mega-Satan machen, genau. Das sollen wir nicht vergessen. Gott, dieser fucking Run. Ich weiß nicht, wie viele davon erkennen könnt, aber es ist prachtvoll. Es ist absolut prachtvoll, okay? Au. Soul of Samson? Hm. Naja. Ich habe das Gefühl, Soul of Samson ist nicht unbedingt ein Upgrade für diesen Run. Aber wir haben sie immerhin einmal gesehen. So laut, bitte. The Fallen. Ja. Er ist in der Tat gefallen. PhD. I'm excited. Gibt ein schwarzes Herz.
Speed down, gibt ein Damage ab. Das ist ein Damage ab. Komm, fliegen können wir auch mitnehmen, damit wir vielleicht noch Leviathan zusammenbekommen. I'm excited. Noch ein schwarzes Herz. Vielleicht werden wir noch der alte Leviathan. Oh mein Gott. Dieser fucking Run. Und jetzt machen wir endlich vernünftigen Schaden. Eine Attack Fly ist gespawnt gerade. Endlich. Endlich muss ich nicht mehr alleine kämpfen. Half-Down-Pille. Ich glaube, die ist mir nicht wert. Retrovision nehmen wir. Warte, wo ist mein Jera? Ach, die ist da oben irgendwo. RIP 2,8 Damage. Müssen wir leider aufgeben. Tragischerweise. Ich wünschte, ich hätte mal so einen Run. Einfach immer schön weiter dran glauben. Irgendwann wird es passieren. Von der Retrovision sehen wir eh nicht. Sobald du feuerst, du meinst, sobald ich feuere, denkt ihr euch, oh, ist die Retrovision überhaupt noch aktiv? Sieht nämlich alles gleich aus. Den habt ihr gesehen. Und wie glorreich lange er überlebt hat. Okay, weiter geht's. Wen? Ich glaube, da war jemand. Ich weiß aber auch nicht mehr ganz, wer. Es ging alles so schnell. Ich habe schwören können, dass ich da kurz aus dem Blickwinkel was gesehen habe. Der wollte es aber wissen. Ach Gott. Okay, das war der gefährlichste Raum im gesamten Spiel für mich, wie sich herausstellt. Der Raum war gefährlich. Pedro Cookie wäre jetzt cool, dann sehen wir auf jeden Fall nichts mehr. Oh ja. Sonntag nicht eigentlich, Soulstag steht zumindest im Zeitplan. Nee. Steht das im Zeitplan? Da hatte ich nicht stehen, dass am Sonntag irgendwas ist. Nicht weiter definiert. Ah, ich könnte mein Glück jetzt noch an dem Automaten versuchen, aber... Shotspeed. Aber gar keine Lust, ehrlich gesagt. Was für ein Zeitplan. Twitch kann man dann eintragen. Und ich habe einen Zeitplan, zu dem ich streame. Der Priestess? Ja, leider auch nicht. Ich kann die Bosse auch so bekämpfen, da muss jemand stampfen. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt die Mühe mache, Secret Rooms zu suchen an dem Punkt. Oh ja, nehmen wir mit. Oh, ich habe gewonnen. Schon wieder? Delirium steht nicht auf dem Plan. Lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Will ich Leviathan? Fucking empty vessel. Lockdown. Nee, will ich nicht. Taking damage grants speed and tiersa for the current floor. Ja, warum nicht? Ja was, nehmen wir das auch noch mit? Dann habe ich nämlich Polaroid jedes Mal, wenn ich getroffen werde.
denke nicht, dass ich jemals so oft dazu kommen werde, Maw of the Void zu aktivieren. Denn das setzt voraus, dass Gegner sehr viel länger leben. Und dafür muss ich so lange in eine Richtung feuern, dass bis dahin die Bitrate so tot ist, dass ich das eher lieber meiden würde. Wird Half Down nicht zu einem Half Up? Oh ja, wäre es wahrscheinlich. Na egal. Screw. Es lief doch ganz gut soweit. Isaac, warum habe ich ein Schild gerade? Ich habe noch nicht mal Schaden genommen. Kommt der Spuck an der Schild her? Habe ich Schaden genommen? Ich habe noch keinen Schaden genommen. Hm. Wird schon seinen Grund haben. Gibt der Empty Vessel manchmal ein Schild? Ich glaube, ich habe den Empty Vessel auch verwechselt. Ich dachte, der Empty Vessel wäre Black Powder. Black Powder ist ja das, wo man so einen Kreis am Boden malt. Ich dachte, das wäre Empty Vessel. Die sehen so ähnlich aus. Anwärter für Most Satisfying Run. Ja, wir sind ja noch nicht mal fertig. Da kommt ja noch was. Das ist das Wichtigste daran. Wir haben noch in der Chest ein paar gute Items. Hoffentlich gute Items. Auf jeden Fall haben wir Items. Und das war Isaac. Und das war unser Isaac. Tears up, flat. X-Ray Vision, yeah. Giant Cell, tatsächlich ziemlich gut. Ne, warte, Giant Cell ist gar nicht das, wo man eine Richtung entfeuert. Das ist das, wo kleine Jungs kommen, wenn man getroffen wird oder so. Ist auch nicht so gut. Fliegen können wir nichts mehr anhaben. Bleistift. Ich würde sagen, war alles relativ unnütz, aber der Bleistift, der ist natürlich eine wilde Ausbeute. Der Bleistift ist eine wilde Ausbeute. Sack of Pennies. Auch nicht so hilfreich, aber hey. Und du wurdest Discount Guppy. Wurde ich? Es war noch gar keine Fliege. Ach so, wegen Beelzebub. Oh, sehr schön. Für mich ist Discount Guppy immer, war das Mulligan? Ich glaube, es war Mulligan. Ihr wisst, was ich meine. Das Item ist für mich immer Discount Guppy. Und die Gegner schmelzen einfach förmlich vor sich hin. Das ist ein sehr angenehmer Run. Warum nehme ich die her? Ich glaube, ich habe gerade mein Polaroid aufgegeben. Oh oh. Oh oh. Hoffentlich wird das nicht ein fataler Fehler für diesen Run. Jetzt mache ich mir doch große Sorgen. Inner Eye? Keine Ahnung, ob das gut war für diesen Run, aber ich denke, es war auch nicht schlecht. Ich denke, es war auch nicht schlecht. Ey, warum suche ich nach Secret Rooms? Wir haben die doch alle. Ich habe die doch alle so offen. Kann ich den Haufen bitte neben dem Automaten? Dankeschön. Die Unverwundbarkeit hält aber nicht lange. Ich glaube, ich sollte aufhören damit. Ja, dann hören wir auf. Das ist es dämlich. Die Gegner schmelzen einfach nur. Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Oh mein fucking Gott. Ja, ich würde sagen, der Run wurde in der Zwischenzeit, seit ich Isaac gemacht habe, noch ein bisschen stärker. Würdet ihr mir soweit zustimmen? Ich denke, das Multibaby, Incubus und Conjoint machen das Tearstone quasi non-existent. Yeah. Könnte Libra nicht interessant sein? Nein. Libra wird den Run einfach nur schwächer machen. Und das war's.
Das ist alles, was dabei rauskommen wird. Denn so läuft es immer. Man denkt, dass es cool sein könnte, und dann wird es nicht. So, ich hoffe übrigens, dass ich nach Megasata noch zu Delirium gehen kann. Da hätte ich Lust drauf in diesem Run. Ich würde mich echt gerne sehen, wie sich Delirium in diesem, gegen diesen Bild schlagen würde. Ich meine, Megasatan wird auch interessant, aber Delirium, komm schon. Ist natürlich der ultimative Test. Und noch eine Kiste. Sissy Longlegs. Ich würde sagen, wir gehen los. Fast Libra mitgenommen. Hört mal nicht sie. Nur nicht einfach Fast Libra mit. Ich meine, es hätte den Run nicht gekillt, aber es hätte den Run auf jeden Fall schwächer gemacht. Los geht's. Tut mir leid, ich kann zu Libra nicht mehr zurück. Oh mein Gott, habt ihr die Leben gerade gesehen? Durch die Leben von Megasatan an. Kommt gar nicht mehr dazu, seine Truppen zu beschwören. Oh mein Gott, das ist so schnell down. Und das war's. Jetzt war es jetzt 2. Oh, ich kann nicht wirklich ausweichen, so, aber das ist okay. Delirium! Yes! Yes! Wir können noch ein drittes Mal zu Delirium rüber. Komm ruhig was raus. Sei jetzt nicht geizig. Warum nicht? Kein Run mehr, das ist ein Sprint. Das ist auf jeden Fall ein kurzes Wettrennen. Oh. Also ich habe das Gefühl, der Raum da drüben sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Wenn wir noch ein paar Items mitnehmen wollen, soll ich da nicht rein. Der ist auch nicht sicher. Nein, es tut mir leid. Ich habe zu spät reagiert. Ah ja, fliegen sind die auf meiner Seite. Ich habe zu spät gesehen, was da überhaupt passiert. Aber ja, ich würde sagen, wir sind relativ schnell unterwegs. Halfdown für ein Damage-Up nehmen wir auch noch mit. Gegner haben nicht die längste Überlebenschance aktuell. Okay, der Brimstone darf mich erwischen. Der Raum ist schon auch nicht... Was ist denn das hier gerade? Warum sind alle Räume nur so halb sicher? Außerdem, Thanatos, der streamt 2 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Was ist das für ein Bärster von Run? Ganz recht. Ich habe mich auch dazu entschlossen, die ganzen Drops mal zu ignorieren, weil wofür die Mühe? Knockdown für ein Damage ab. Nehme ich mit. Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn ich noch 1, 2 Soul Hearts bekommen könnte. Das ist sicher. Speedbird. Hätte ich Speeddown lieber davor. Ah, ne. Okay, Speeddown ist trotzdem noch gültig. Außerdem 5 Euro von Whisky. Vielen lieben Dank. Danke für die ausgezeichnete Morgenunterhaltung. Ich danke dir. Mom's Pearl. Mom's Pearl könnte dabei helfen, vielleicht noch ein Soul Heart aufzubauen. Ich meine, ich glaube, ich brauche kein Soul Heart mehr, aber ihr wisst ja, wie es ist.
besser haben und nicht brauchen. Ich glaube, Räume ganz links und rechts sind sicher, weil 13 Räumekarte. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich werde trotzdem noch ein bisschen umschauen. Gibt Moonkarte nicht. Irgendwie ein schwarzes Herz. Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, die sind sicher. Eher Moms hart. Obwohl eher Moms schwach. Sharp Luck. Ist jetzt auch nicht so hilfreich. Ich denke, mit dem Bild kann es genauso gut der Lost sein und es würde kaum Unterschied machen. Nee, ich müsste schon ein bisschen aufpassen. Ich lasse mich schon öfter dumm treffen. Also normaler Lost wäre möglich, aber Tainted Lost, glaube ich, dafür wäre ich zu ungeschickt aktuell. Dafür wäre ich nicht geschickt genug. Oh, hallo. Dann fliegen Satan. Oh, ich habe die zweite Phase nicht gesehen, aber das ist okay. Oh, und das war Satan. Blue Map. Was kann man machen? Würde ich jetzt nicht. Okay, der Raum da unten ist auch sicher. Warum denn nicht? Leider ist es aber nur Guppy-Item Nummer 1. Wir hätten ansonsten nicht allzu viele Guppy-Gelegenheiten in diesem Run. Problem mit Tainted Lost ist, dass man die gegnerischen Projektile kaum noch erkennt. Ja, manchmal werde ich noch getroffen von Zeug. Wollte ich gerade sagen, hat mir nicht schon den Eclipse? Nein, wird Moms hart. Der Run ist nicht, der ist nicht idiotensicher. Ich meine, er ist idiotensicher, aber man kann durchaus noch getroffen werden. Er ist einfach so stark. Au. Genau sowas. Stell dir mal vor, das wäre ein Tainted Lost Run. Und so eine Scheiße wäre mir passiert. Das wäre unangenehm. Das wäre sehr, sehr unangenehm gewesen. Oder Shielded Tears würde man auf jeden Fall haben wollen in dem Run, wenn es mit Tainted Lost oder so wäre. Oh. Ist ja auch nicht so nervig jetzt. Soulheart. Ich habe einen Soulheart gesehen. Da war kein Soulheart drin. Das ist okay. Nee, das kann gar nicht Delirium sein. Er würde ja an zu viele Räume angrenzen. Oh, crap! Gute Neuigkeiten, Freunde. Ich habe die scheiße Transformation. Und ich bekomme gigantische Haufen aus den Haufen raus. Das heißt, wenn ich hier irgendwo unterwegs noch ein paar Haufen finde, wäre das relativ hilfreich. Aber ich glaube, ich habe die alle schon relativ gut abgegrast, soweit. Tragischerweise. Und wir haben da. Oh, die haben sogar so einen Heiligenschein. Okay, los geht's. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, das war wirklich mein schnellster Delirium-Kill. Ich glaube, so schnell habe ich Delirium wirklich noch nie gekillt bekommen. Also das war schnell. Da konnte selbst seine Rüstung nicht mehr mithalten. Ja,
Ich würde sagen, das war ein mächtiger Run. Das war ein sehr, sehr mächtiger Run.